Servus Community, mein Name ist Tactical Viper und heute gibt's einen neuen historischen Waffenguide für Battlefield 1. Heute möchte ich euch als erste Elite-Klassenwaffe den Wechselapparat M1917 Vex Flammenwerfer historisch vorstellen und natürlich dürft ihr auch wieder mit der oben eingeblendeten Umfrage entscheiden, welche Waffe beim nächsten Mal vorgestellt werden soll. Zudem gibt es am Ende des Videos noch die Gewinnspielauflösung des Beste Community der Welt DocTech, was ich vor einigen Wochen mal verlost habe. Und ich stelle euch noch eine wichtige Frage rund um das Thema Zukunft dieses Formats. Also dranbleiben und mitentscheiden, das ist ganz wichtig, denn ich denke, das kann, oder diese Umfrage im Endeffekt, kann das Format so ein bisschen verbessern. Aber wie gesagt, das gibt es erst am Ende des Videos. Jetzt erstmal legen wir los mit dem geschichtlichen Hintergrund des Wechselapparats. Beim Wechselapparat Modell 1917 handelt es sich dabei um einen leichten Flammenwerfer der deutschen Armee, der gerne auch mal Vex genannt wurde. Er war der direkte Nachfolger vom ersten deutschen tragbaren Flammenwerfer namens Clive, was hierbei einfach nur für Kleinflammenwerfer steht. Im Vergleich zum Vex wurde der Treibstoff beim Clive in einem großen vertikalen Rucksackcontainer gelagert. Das Treibmittel wurde zudem an einem weiteren kleineren Behälter am Container angebracht und an diesem Container befand sich dann ein Schlauch und am Ende des Schlauchs gab es dann ein Lanzenrohr mit Zündvorrichtung inklusive Düse. Im Prinzip drückte dann das Treibmittel mit hohem Druck den Kraftstoff in Richtung Düse und die Zündvorrichtung entzündete dann im Endeffekt das ganze Kraftstoff. Beim Kleinflammenwerfer wurden hierfür noch mindestens zwei Soldaten benötigt, von denen einer die Behälter getragen hat, während der andere Soldat die Lanze bediente. Der Vex funktionierte vom Prinzip ähnlich, bekam allerdings einige Anpassungen, wie zum Beispiel einen ringförmigen, fast schneckenhausähnlichen Tank. Zudem konnte er im Gegensatz zum Kleinflammenwerfer auch von einem einzigen Soldaten bedient werden. Wirklich detaillierte Informationen zu diesen Geräten findet man leider selten, aber man vermutet, dass der Vex im Jahr 1917 ungefähr nach der Schlacht um Ypres, also Ypres im Deutschen glaube ich, in die Armee eingeführt worden ist. Die Reichweite war natürlich begrenzt, dennoch waren sie sehr gut geeignet, um Angriffe zu stoppen oder eben Stellungen komplett auszulöschen. Wirklich spielrelevante Informationen wie bei anderen Waffen gibt es heute leider nicht, Statistiken oder ähnliches habe ich zum Flammenwerfer einfach nicht gefunden. Daher gibt es als Alternative ein paar kleine Details, die ihr vielleicht noch gar nicht gewusst habt. Der Flammenwerfer taucht über die gesamte Singleplayer-Kampagne mehrfach auf, allerdings könnt ihr im Gegensatz zum Multiplayer hier auf den Tank schießen, der nach einigen Sekunden einfach explodiert und im Umkreis von 5 Meter alles tötet. Wenn ihr selber mal als Flammschutz unterwegs seid, dann achtet mal beim Bedienen des Flammenwerfers vorne auf die Düse. In den ersten Sekunden kommt nämlich nur unentzündeter Treibstoff raus, bis dann die Zündvorrichtung ihre Arbeit macht und das Ganze eben entzündet. Als Flammschutz habt ihr natürlich keine Limitierungen, was den Treibstoff angeht, das heißt, ihr könnt im Prinzip die ganze Runde lang mit diesem Ding rumsprühen und ihr werdet nie Treibstoffprobleme bekommen, also es ist einfach unendlich, diese Munition, sage ich mal, in Anführungszeichen. Und ihr könnt ungefähr 15 Sekunden lang den Apparat ohne Pause bedienen, bis im Endeffekt das Ganze überhitzt und ihr einen Cooldown habt, wo das Ganze erstmal runterkühlen muss. Passend dazu, wenn wir schon bei einer Mini-Battlefield-Details-Folge sind, löse ich direkt an dieser Stelle auch das Gewinnspiel vom DocTech auf. Und wie immer wurde das Ganze per Zufall Random Picker entschieden und dieses Mal hat gewonnen Mr. Cookie. Bitte melde dich in den Kommentaren, damit ich das DocTech zukommen lassen kann. Und wenn du gerne möchtest, kannst du auch direkt auf mein Discord kommen, mich dort anschreiben. Und da kann ich dir gleich den Key für das DocTech gleich übermitteln. Übrigens habe ich noch einige dieser DocTechs auf Lager und wer gerne noch eins haben möchte, der kann gerne auf mein Discord kommen oder mir auf Twitter folgen, denn dort werde ich in den nächsten Tagen ein paar raushauen, also auf Twitter und auf Discord. Beide Links gibt es unten in der Videobeschreibung, einfach draufkommen oder mir auf Twitter folgen und mit etwas Glück könnt ihr da ein weiteres DocTech abstauben. Zum Abschluss des Videos habe ich noch die Bitte an euch, die ich anfangs erwähnt habe. Und zwar in der jetzt oben eingeblendeten Umfrage möchte ich gerne von euch wissen, ob in den zukünftigen Waffenvideos ihr noch Infos wie Feuerrate, Version, Anpassungsmöglichkeiten und so weiter und so fort im vollen Umfang erhalten möchtet, also quasi wie es bislang nach 2 Jahren immer noch der Fall ist, oder ob ihr der Meinung seid, der historische Part zu überwiegen und nur kleine Informationen wie Feuerrate und Magazingröße ganz kurz erwähnen und Sachen wie Schaden oder auch Version außen vor lassen. Im Prinzip sind Modifikationen und Versionen eigentlich nach so langer Zeit eher uninteressant, finde ich, und ich glaube niemand von euch würde es ernsthaft vermissen, oder? Ich bin echt mal gespannt, wie da das Endergebnis ausschauen wird und freue mich natürlich auf riesige Teilnahme eurerseits. Und gerne könnt ihr auch einen Kommentar verfassen in den Kommentarbereich und könnt da mal ein bisschen was reinschreiben, was ihr gerne euch vorstellt für die zukünftigen Videos, was ihr für Ideen hättet, was euch bislang immer gefehlt hat. Also einfach reinschreiben, ich bin gespannt, was wir daraus entwickeln können und ich denke, das kann das Format nur positiv beeinflussen. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen, für die Teilnahme, bis zum nächsten Mal, euer Viper.